Neben den Euro-Münzen und Scheinen soll der digitale Euro gesetzliches Zahlungsmittel werden. Somit soll überall in Europa ohne Internetverbindung und gebührenfrei mit dem Smartphone bezahlt werden können. Bargeld wird es aber auch weiterhin geben. Ich zahle am liebsten mit dem Handy, also Kartenzahlung. Das ist am allereinfachsten, da brauche ich keine Geheimzahl mit dem Handy, nichts, dranhalten, bezahlen, gut. Also ich bevorzuge auf jeden Fall bar zu zahlen, weil wenn ich mit Karte zahle, habe ich meistens keine Übersicht darüber, so wo mein Geld eigentlich hingeht. Ich habe nicht das Gefühl, dass es so gut ist, weil das ist irgendwie gefühlt noch mehr Kontrolle, weil alles, was online ist, wird überwacht und dementsprechend ist, glaube ich, bar so noch mein Weg. Also ich zahle grundsätzlich lieber mit Karte, weil es geht für mich einfach schneller, wenn ich an der Kasse stehe. Und zusätzlich haben halt bestimmte Karten einfach Zusatzfunktionen.